Ernsthaft? Oh Gott. Oh Gott, es geht noch weiter. Es gibt noch eine geheime Episode. Oh Gott. Darkness rules your heart. It gives me control. Muscle and sinew that once obeyed you now rebels against you. How you can remain here at all confounds the mind. It's still my heart. You think you can just come in and take over? I'm not gonna sit by and let that happen. Don't even entertain any notions of escaping me, boy. In the end, your heart will be engulfed by mine forever. Wrong. You're gonna get shown the door, old man. As I recall, you couldn't even handle your own darkness. How then will you triumph over mine? Well, you'll find out soon enough. Oh, so that's how it is it? Someone else has set foot in your heart. Ericus, you sly fox. I'm not afraid of what the darkness holds now. Even if you do wrest control of my heart from me. Even if you cast me into the deepest, darkest abyss. You'll never sway me from the one cause that pushes me to keep on fighting. Whatever the cost, I'm ready to pay it. Brave words, to be sure. But I'm a patient man. We can take as much time as we need to settle this little property dispute. However, know this. You are just one of many roads that I might choose to take. Trust me, I made certain of that. Hey, Mr. Master. Oh, come on, you don't even know your pal? Please tell me the amnesia was just a sick joke. Boy, this is some cliche. Hey, you're not Terra. Just gotta check. As if. Well, don't sweat it. I got your back. Why, hello. It's not often I get visitors. Please, call me Aqua. Why are you sitting here all alone in the realm of darkness? How did you end up here? Well, I can tell you this is my second time on these shores. But unfortunately, much like the first, I do not remember who I am or whence I came. Everything was washed away in whatever currents carried me here. That's too bad. I know I've been here a long time, wandering through the endless hours, unable to escape. You wish to return to your own world? It's my friends.
I promised I'd be there for them. Your friends. Somewhere in the scraps of memory I have left, you remind me of a boy I once knew. He is very much like you. True to his friends and kind, this boy travels to many worlds and fights to keep the light safe. Keep the light safe? I've been away too long. Did something happen out there? Are the worlds in danger? Sad to say, they nearly fell to darkness more than once. Spielt das hier nach Kingdom Hearts 2, als Dis sich geopfert hat? So an Sam? Huh? Wait a sec. Is his name Terra or Ven? Neither of those, I'm afraid. Should have known. How long has it been since I met him? At least a year now, perhaps more. Back then, my heart was clouded with vengeance. I did terrible things, both to him and his friends. Ja, das spielt definitiv nach Kingdom Hearts 2, diese Sequenz hier gerade. Lives than one. I felt something must be done. Was that why? A means of clearing my conscience, or perhaps out of a sort of scholarly instinct. While the boy slept his long sleep, I hid the results of my research inside him, transplanting the data to where it might best serve a purpose. In fact, I would like to believe, maybe he can set things right. A boy like him who touches so many hearts, he could open the right door and save all those people whose lives I managed to ruin. So many are still waiting for their new beginning, their birth by sleep. Even me, and even you. What's this boy's name? His name is... Sora. Sora. Okay, ich weiß nicht wirklich, weil ich damit anfangen soll, aber ich find's saugeil. Es wird alles Sinn machen, wenn ich erstmal Dream Drop Distance gespielt, Recoded nochmal angeguckt und dann Kingdom Hearts 3 draußen ist. Das wird alles seinen Sinn machen. Glaubt mir. Sora.
Sora. Riku. Your mind's made up? Yeah. Sora. Kairi. It's just, they really need me. I have to go. I am who I am, because of them. See you soon. As long as you're with me, I'll always find my way back. Always. Gute Frage, Aqua. Wir spielen doch noch? Nach 15 Minuten Zwischensequenz spielen wir tatsächlich noch in der... Im Reich der Dunkelheit? Oh, um Gottes Willen. What is happening? Also jetzt mal ernsthaft, ich habe keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Ich habe ein sehr ungutes Gefühl. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Was ist 0,5? Ist das jetzt quasi 0,5? Oder sollte das ein... Herzlose, guck mal, Herzlose. Tada! Wir spielen tatsächlich noch gegen Herzlose in Birth by Sleep. Ich sehe, wo Leute dachten, dass das hier
ein geheimes Ende für Birth by Sleep 2 war, aber ich meine, wir wissen es ja mittlerweile besser. Das gibt's nicht. Von daher müssen wir einfach das draus tun, was es tatsächlich ist, und das ist eventuell diese geheime Episode, die mit 0,5 gemeint ist. Ich habe keine Ahnung. Ich bin tot. Das ist uncool. Ich habe das Gefühl, irgendeine Fähigkeit, die ich glaube zu haben, fehlt mir. Ich gehe mal speichern. Oh Gott, Schattenquasare. Um Himmels Willen. Die sind nicht cool. Und die sind einfach nur so aufgetaucht, das waren gar nicht die... Ah, dammit, was ist gerade passiert? Ich gehe einfach mal. Schätze, ich soll hier nicht entlang. Hier muss ich lang. Okay, verstehe. Zwar schade, aber ich verstehe. Ich bin ganz froh, dass hier gerade nur die Kleinen auftauchen. Die kann ich nämlich relativ einfach besiegen. Im Gegensatz zu den Neo-Schatten bzw. den Schattenschalten. Je nachdem, wie man sie nennen will. So, bam, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt habe ich hier meine Klingenaura noch übrig. Aber gut. Aber eine Schatztruhe öffnen und weitergehen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir nach 15 Minuten Zwischensequenz hier tatsächlich nochmal eine Runde spielen. Das wundert mich wirklich. Oh Gott. Und ich bin so unterlevelt für den Mist hier. Wobei es ja momentan eigentlich ganz gut funktioniert.
fürchte nur, das bleibt nicht so. Spätestens, oh genau, wenn ich mich hier gegen die Schattenschalke wieder durchsetzen muss, dann oh, wird das Ganze sehr schnell zu Ende gehen. Oh Gott, dammit! Wann, wo, wer, wie, was, um Himmels Willen. Wah! Oh, das hier wird ein langes Spiel. Ach Gott, was mache ich denn? Ich schieb Panik, das ist, was ich mache. Phew! Alles klar, ein weiterer Kampf geschafft, leider kein Speicherpunkt. Ich traue mich auch nicht wirklich zurückzugehen. Was mache ich denn hier? Kann ich da hoch? Ah, ach, die Dinger schießen mich hoch. Ah, da hätte ich auf der anderen Seite noch was machen können. Ach, dammit. Was jetzt? Das hier sieht übel aus. Okay. Ein weiteres Mal die Dunkelheit irgendwie fertig gemacht. Ich hoffe, das ist irgendwann zwischendurch mal ein quasi Speicherpunkt. Bam, sehr schön. Phew. Das geschafft. Was gibt's da hinten? Eine Kiste. Ich habe das Gefühl, es ist keine gute Idee, dahin zu gehen. Chaoskristall. Ich weiß nicht, ob es sich dafür gelohnt hat, aber egal. Trotzdem schön. Ach, dammit. Dass ich nicht früher verstanden habe, wie das funktioniert. Aber okay. Freeze!
Oh Gott, ganz viele Schattenschalke. Das wird schwierig. Oder auch nicht. Das war's zum Glück nämlich schon. Phew. Okay, dann kann's hier weitergehen. Oder da hinten kann's auch weitergehen. Das Schlimme ist ja, ich will ja wissen, wo es hier überall hingeht. Was hier ist. Hier ist aber nichts. Das heißt, ich kann wieder zurück. Flucht! Flucht! Wenn da nichts auf mich wartet, so kistenmäßig, dann muss ich auch nicht extra gegen Herzlose kämpfen. Das ganz und mal masochistisch bin ich auch wieder nicht. Oh, Hilfe! Wer hätte gedacht, dass der Schattenspringer mal so praktisch sein wird? Wer hätte gedacht, dass hier so noch viel noch kommt? Ich dachte eigentlich, das wäre mit der letzten Episode wäre es das gewesen, aber um Gottes Willen, hier kommt ja noch so einiges. Bam, fertig. Sehr schön. Gut, das nächste kommt noch, aber eins erstmal geschafft. Das ist ja schon mal positiv anzumerken. Erstmal ein bisschen Panik geschoben, hat allerdings funktioniert mit dem Fokus, auch wenn nicht unbedingt so, wie ich das eigentlich gedacht hatte, aber Hauptsache die Schattenschalke, die Neo-Schatten hier erledigt. Sehr schön. Ach, na komm. Ach stimmt, ich kann ja auch den Doppelsprung. Oh, das habe ich auch ganz vergessen jetzt vor lauter, keine Ahnung. Goodness. Aber ich finde es cool, dass wir uns tatsächlich hier im Reich der Dunkelheit noch bewegen können und mal sehen, wie es hier drin so abläuft. Das ist ja schon krass. Geheimes Erz. Geheimes Erz ist cool. Davon habe ich gelesen. Geheimes Erz macht, glaube ich, zufällig irgendein Kommando. Ich kann mal gucken, ob ich irgendwas fusionieren kann. Macht zufällig irgendwas dazu und macht die Stufe aber direkt so hoch, wie es geht. Schade, da ich hier gerade jetzt nichts machen kann. Aber hier, kann bei der Kommandofusion verwendet werden, fügt dem neuen Kommando eine Fertigkeit hinzu und setzt es auf die maximale Stufe. Was ziemlich, ziemlich cool sein kann. Aber ja. Ein weiteres Gebiet geschafft. Vergisst es, ich kämpfe nicht gegen euch. Ich bin froh, wenn ich das hier jetzt nicht nochmal machen muss. Oh. Das hier schreit ein bisschen nach Endkampf. Oder auch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich Angst. Nein, mach's doch... Was machst du denn? Spring doch... Was war das denn? Hallo? Wo bin ich? Ich möchte die Kiste. Und dann möchte ich gehen. Ich möchte gehen. Tschüss. Tschüss. Ich weiß nämlich, wo ich bin. Wow. Hilfe. Ich werde verfolgt. Ich werde verfolgt. Helft mir. Wo bin ich? Was ist passiert? Ich bin wieder hier, ganz am Anfang. Ach, kommt schon. Echt jetzt? Nee, bin ich nicht. Ah, okay, doch. Hä?
Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich war, aber auf jeden Fall habe ich eine Kiste gekriegt. Das Einzige, was mir jetzt gerade wichtig ist. Und ja, ich flüchte tatsächlich von Gegnern, weil ich habe das Gefühl, gegen manche Gegner sollte ich lieber nicht kämpfen. Ich kann zwar gegen die Gegner kämpfen, aber wenn ich verliere, will ich nicht wissen, wo ich wieder lande. Deswegen ich dann lieber ab und zu mal einen Abflug mache. Sicher ist sicher. Oh, wow. Das ist so krass. Warum hat das hier nicht funktioniert? Oh Gott, muss ich gegen die alle kämpfen? Okay. Und das vermutlich auch alles ohne runterzufallen, von daher, yay! So, wobei das hier jetzt tatsächlich relativ einfach war. Ausnahmsweise vermutlich. Ich setze jetzt einfach mal Vikra ein und warte, bis es wieder voll ist, bevor ich mich weiter bewege. Da oben ist auch noch einer, oder? Ja, da hinten ist auch noch einer. Dann mache ich den zuerst. Bevor ich den ganzen Weg wieder zurückgehen muss. Das wäre uncool. Schattenquasare sind mit Magie relativ einfach zu besiegen, habe ich das Gefühl. Bin gerade ein bisschen begeistert von Aqua. Gut, ich war die ganze Zeit schon begeistert von Aqua, aber jetzt erst recht. Hier ist es allerdings gerade nicht gut. Ich werde sterben. Nein, ich werde doch, ich werde sterben. Oh Gott! Hilf mir irgendjemand! Hallo? Oh Gott! Oh, dammit. Diese Schattenschalke, die sind übel. Das sind die einzigen üblen Gegner hier in dem Spiel. Hier in dem Gebiet. Ach, jetzt muss ich wieder. Immerhin bin ich hier. Immerhin muss ich nur hier anfangen. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Aber ja, die Schattenschalke, die machen Stress. Das sind wirklich die Gegner, die ich gucken muss, dass ich die schnell ausschalte. Der Rest geht, aber die Schattenschalke sind echt übel. Wow, keine Ahnung, was hier abgeht, aber ich hab's geschafft. Schattenspringer sei Dank. Na komm, Blitzka! Ich hab Blitzka eingesetzt. Yes! Schattenspringer! For the win! Auch wenn ich glaube, dass das Schwerste jetzt noch auf mich wartet. Trippelfolger könnte ganz cool sein. Oh oh, jetzt geht's rund. Herzis überall, um Gottes Willen. Besiege alle Feinde, oh, um Himmels Willen. Na, solange es nur ihr Kleinen seid, habe ich damit kein Problem. Gegen euch Kleine? Oh nein, da sind Schattenschalke. Schattenschalke. Wah. Oh, 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 oh Gott.
Schattenschalke, ich sag's ja. Um Himmels Willen. Andere Taktik. Ich gehe jetzt einfach mal den Blockweg. Nein, ach warum? Ich hämmer auf Dreieck, weil ich heilen will! Oh! Rage Mode, das gibt's doch gar nicht. Gott, ist das so schwer. Wow. Hätte ich das gewusst, hätte ich noch viel, viel mehr gelevelt mit Aqua. Das gibt's doch gar nicht. Das hier ist ja unmöglich, ist das. Oh, um Himmels Willen. Das war's! Oh mein Gott! Ich wusste doch, ich habe die richtige Taktik. Oh, meine Stimme ist weg. Zu viel Rage. Oh, bitte lass es das gewesen sein. Auf jeden Fall schon mal ein Speicherpunkt. Das heißt aber auch, dass hier noch... Entschuldigung. Dass hier noch was kommt. Oh Gott. Ich werde nicht mehr fertig mit dem Spiel. Schattenborn als Endgegner wäre jetzt natürlich ziemlich passend. Aber ich habe ein echt ungutes Gefühl. Was ist das? This monster. This is no unverse. Just a dweller of darkness. Besiege den Feind. Natürlich. Oh, um Gottes Willen. Hilfe! Ich weiß nicht, was abgeht. Was zum Geier ist das? Das ist ein völlig neuer Herzloser, oder? Was zum Geier ist das hier? Um Himmels Willen!
Wie kämpfe ich gegen das Ding? Wie viel HP hat das denn? Wow! Um Gottes Willen! Hilfe! Oh, oh, damn it! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Wie soll ich das denn schaffen? Ach du Scheiße! Was habe ich mir hier bloß aufgeheizt? Aufgeheizt? Nicht aufgeheizt. Ich bin aufgeheizt, aber oh Gott! Keine Zeit für den Multifokus einzusetzen, um Himmels Willen. Scheinkleister. Spiel dazu. Was ist jetzt? Oh nein! Ach, ausgerechnet! Wow! Was zum Geier! Aber ausgerechnet, wo ich den Multifokus mal hatte. Oh, das ist so fies. Da hätte ich einmal richtig Schaden machen können. Oh, oh Gott, 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 oh Gott. Das packe ich nie. Ich komme hier nicht raus. Ich bin tot. Warum bin ich hier nicht mehr rausgekommen? Das war unfair. Das war tatsächlich mal ein gutes Match. Okay, das funktioniert also nicht. Gut zu wissen. Thank you.
Nein! Oh. Scheiße! Das war die Lösung. Der Multifokus hat's gerettet. Oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass ich das geschafft habe. Ich kann nicht glauben, dass ich diesen herzlosen Feind gemacht habe. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh Baby, das war's doch, das war's. Birth by Sleep, 50 Stunden Spiel. Oh Gott, oh Gott. Could it be?